Wir werden in dieser Woche den Untersuchungsausschuss AMRI einsetzen, mit dem geklärt werden soll, was alles um den Fall AMRI schief gelaufen ist. Es kamen in den letzten Wochen ja immer wieder neue Informationen. Und da finde ich schon, muss der Deutsche Bundestag klären, was ist schief gelaufen. Wir hoffen natürlich, dass die Länder, in denen AMRI auch unterwegs war, mitmachen und die notwendigen Auskünfte geben. Ich appelliere an die Landesbehörden in Berlin und Nordrhein-Westfalen, dass sie dem Untersuchungsausschuss auch die notwendigen Informationen zur Verfügung stellen. Es geht schlicht und ergreifend um die Frage, was muss anders werden, damit so etwas nicht mehr passiert. Wir haben dann in dieser Woche auch einen Antrag zum Antisemitismus in unserem Land im Deutschen Bundestag. Das war mir ein ganz wichtiges Anliegen. Wir haben leider Gottes noch immer ein hohes Maß antisemitischer Äußerungen. Wir haben auch Angriffe auf jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger. Und das wollen wir auch dadurch besser in den Griff kriegen, dass wir einen Antisemitismusbeauftragten beim Bundesinnenminister installieren. Das war auch ein Wunsch des Zentralrats der Juden. Und ich möchte, dass wir dem Wunsch auch folgen. Und es steht auch in dem Antrag drin, den wir im Deutschen Bundestag zur Beratung haben. Dies ist auch deshalb notwendig, weil wir natürlich alle wissen, dass es neben den Rechtsextremisten in unserem Land auch eingewanderten Antisemitismus gibt, wie wir gerade in jüngsten Tagen gesehen haben, als israelische Fahnen vor dem Brandenburger Tor verbrannt wurden. Und es muss dann auch bis in unsere Schulen hineingehen. Es muss klar sein, wer in diesem Land leben will, darf kein Antisemit sein. Das dürfen wir nicht akzeptieren. Und wir werden dann in dieser Woche die Unionsfraktion einen Antrag einbringen, den wir mit den Sozialdemokraten in den Sondierungsverhandlungen auch besprochen haben, dass der Familiennachzug ausgesetzt wird und dass wir ein neues Gesetz zum Familiennachzug machen mit einer humanitären Möglichkeit zu kommen für subsidiär geschützte, aber nach bestimmten Kriterien. Und das soll bis im Juni diesen Jahres dann erledigt sein. Die SPD möchte im Respekt vor dem SPD-Parteitag, der nun am nächsten Wochenende stattfindet, nicht den Antrag jetzt schon gemeinsam einbringen, hat aber zugesagt, dann dem Antrag im Verfahren beizutreten, sodass wir ihn dann beschließen können. Das waren jetzt die wichtigsten Punkte für diese Woche.